Ich sehe dich. Genau, Ruder 0 Grad und willkommen zurück zu Let's Play Silent Hunter 3. Da hinten ist ein polnischer Frachterle. Nehme ich mal an, dass es ein polnischer ist. Wir befinden uns hier vorne. Ironischerweise finden wir wieder polnische Frachtschiffe und ich habe einen Funkspruch bekommen, den ich bisher nicht gelesen habe. Und da hat jemand einen Frachter versenkt. Ein Küsten-U-Boot. Na, wunderbar. Schönen Dank für diese unsinnige Dingens da, ne? Na. So, erst einmal eine Runde ausstatten. Huch. Du gehst mal dahin, du gehst mal dahin. Und du gehst mal dahin. So. Wie weit weg ist der Kollege denn? Na, ein bisschen können wir noch. So, ich hab mal, ich werde jetzt ein bisschen was vom Kommentarstil her, aber nicht vom Kommentarstil, sondern eher vom Spielerischen her ein bisschen was ändern. Und zwar werde ich Küstenschiffe sowie kleine Frachter nicht mehr identifizieren lassen. Im Übrigen ist es ein polnisches Schiff. Weil diese Schiffe doch alle sehr ähnlich aussehen, mittlerweile kenne ich sie auswendig, wie sie ausschauen. Ich kann sie nur voneinander nicht so gut unterscheiden, weil sie sich sehr ähneln. Aber man erkennt schon, dass es eines von diesen beiden Schiffen sein muss. So, der ist gerade mal implodiert. Jo, dann Feuer einstellen, wenn ich bitten darf. Und zurück an Deck. So. Den Sanitäter lasse ich aber im Bugraum. Jo, dann machen wir weiter unsere Feindfahrt. Ab jetzt lassen wir ja mal laufen. So, wir haben Befehl auf AM 32 zu gehen, hier oben in der Ecke. Und ich glaube, wir machen diesen Part was ganz Neues, Leute. Und zwar ein bisschen etwas, warum ich auch das in den Realismus weit unten gelassen habe. Es haben mich sich auch viele Leute ein paar Sachen gefragt. Unter anderem, wie die Planquadrate hier angeordnet sind. Hat einer gefragt. Ob es irgendwie Zufall ist, dass da das und das ist. Wenn man sich das mal ganz genau ansieht. Ja, dann merkt ihr, dass hier oben Planquadrat AA ist, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AJ, AK, RM, M, N, O, PQRS, A, B, C, D, E, F, G, H, C, A, B, C, ne? Also merkt ihr schon, das hat schon seinen Sinn. Die wurden einfach so festgelegt von der Kriegsmarine her und fertig. Weiter intern gibt es hier auch unter AN29 hier noch einzelne Gebiete. Ich glaube, es ist dann AN29 1, 2, 3 und so weiter. Und das nochmal weiter eingeteilt, damit man ganz genau bestimmen kann, wo was ist. In diesem Spiel hat man es darauf gelassen, dass man so lässt. Also, wenn ich es ganz genau reinzoome, merke ich nichts mehr. Aber okay, so ist es halt. So, wir müssen hier vorne hin. Moment, mal kurz gucken. Ja. So, dann haben noch ein paar Sachen gefragt, dass ich den Torpedorealismus rausnehmen soll. Ich sag's mal so, nach dem Norwegen-Feldzug, der im nächsten Part kommt, wurden diese Torpedos ja verbessert. So, und da bis dahin will ich warten. Und mir die verbesserten Torpedos dann mal anschauen. Wenn die immer noch so teilweise ungenau sind, dann werde ich ihn rausnehmen. Weil, da habt ihr recht, das ist doch schon teilweise sehr nervig. Aber momentan lasse ich ihn noch drin, ne? Im Übrigen, danke, dass mir einer geschrieben hat, dass hier wirklich Schiffe rumfahren. Hier, wenn ich mit Russland im Krieg bin. Das wusste ich vorher nicht. Da können wir auch mal eine Feindfahrt machen vielleicht. Wenn wir soweit kommen. Und, ich habe jetzt auch Folgendes festgelegt, in Konvois. Wenn ich in Konvois bin, greife ich jedes Schiff an. Also ich achte dann nicht mehr auf neutral oder so, ich greife da jedes Schiff an. Weil hat auch einer geschrieben, das neutrale Schiff im Konvoi, ja, hast du übrigens recht gehabt, natürlich war es ein amerikanisches Schiff, das weiß ich aus Erfahrungsgründen. Wenn man so genau drüber nachdenkt, ein Schiff, was im feindlichen Konvoi ist, sei es neutral, sei es feindlich, es fährt ja entweder nach England oder außerhalb. Sprich, es bringt entweder kriegswichtige Geräte oder Lebensmittel nach England. Ist ja mein Ziel, das zu vernichten. So, also,
Warum soll ich dann ein neutrales Schiff mit Vorräten durchlassen und ein feindliches, was auch dieselben Vorräte hat, abknallen? Macht keinen Sinn. Also knalle ich jetzt beide ab. In Konvois unterscheide ich sie nicht mehr. Einzelfahrer tue ich sie noch so lange voneinander unterscheiden, bis der uneingeschränkte U-Boot-Krieg begonnen hat. Wo ich auch noch gucken muss, wann er wirklich begonnen hat. Ich meine, irgendwann 41, bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kriege ich auch einen Funkspruch, sowas in der Art. Könnte ich mir vorstellen. Von jetzt an sind alle Schiffe auf hoher See, außer unsere eigenen, als feindlich anzusehen. Alles klar. Außer Amerika, weil die spielt immer eine Ausnahme. So, für heute habe ich mir was Spezielles ausgedacht. Was wir mal machen werden, um ein bisschen warm zu werden. Nein, wir fahren nicht in den Mittelmeer rein. Wobei ich euch ja entscheiden lassen werde, wenn wir soweit kommen, ob ich jetzt Mittelmeer oder Atlantik mache. Beziehungsweise Mittelmeer oder Amerika. Ja, wobei auch Atlantik kann man schon sagen. Das Witzige daran ist halt, wir werden uns dann auf den beiden Meeren halt festsetzen. Sprich, wenn wir einmal Mittelmeer gemacht haben, bleiben wir auch im Mittelmeer. Und fahren dann nicht wieder woanders hin. Also ich mache hier nicht von wegen verlegen nach Mittelmeer, wieder verlegen zurück, wieder verlegen nach Mittelmeer, wieder zurück. Nee, nee, nee. Der soll dann schon auf Dauer bleiben. So, einen Funkspruch haben wir erhalten. Da ist ein kleiner Konvoi, der ist aber viel zu weit weg. Und wenn ich da ankommen würde, wäre er bestimmt schon, naja, Aberdeen, falls er dahin will. Ich gehe zu meinem Planquadrat, fahre da meine Patrouille und dann machen wir was Lustiges. Ach, guck mal, hier sind die Färöer-Inseln. Da spielt ja heute Deutschland gegen. Gucke ich mir vielleicht mal an. Was haben wir denn da? Ein Schiff mittelschnell. Den hole ich mir. Dazu müssen wir einfach nochmal ganz kurz den hier machen. Dann fährt er automatisch geradeaus, meine ich zumindest, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Huch. Huch. Ja, Navigator, ne? So. Okay, ich habe verkackt. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, die ganzen Nav-Punkte wieder wegzumachen, deswegen habe ich einfach so geschätzt, sag ich mal. Na gut, ziemlich gut gefailt. So. Im nächsten Part haben wir dann auch die Invasion Norwegens. Das bedeutet, wir werden hier oben im AF-Planquadrat ein Ziel bekommen. Ich muss mich mal darüber informieren, ob es da wirklich realistische Schiffszüge gibt. Ob da auch ein britischer Angriffstrupp dahin fährt oder sowas in der Art. Ich bin mir nämlich überhaupt da gar nicht sicher. So, machen wir unsere Patrouille. Noch haben wir nichts erkannt, noch nichts gesehen. Wir haben ja jetzt auch unsere neuen, unser Kapselgebläse haben wir jetzt, deswegen machen wir jetzt 17 Knoten statt 16. Ist auf Dauer ganz nett. Also wir sind deutlich schneller. Ja, okay, was deutlich schneller ist, nur ein Knoten mehr, aber... Dann geht maximal 2 Knoten, sagen wir es mal so, wenn wir auf AK gehen würden. Aber das ist schon das... Ja, das... Ja. Es ist schon ganz nett. Wie sieht eigentlich der Hafen von Barcelona aus? Oh, so ein Exklusiver. Nett. Schade nur, dass es neutrale Schiffe sind, die da rumgeiern. Das ist ein kleiner Konvoi, aber außerhalb von meinem Gebiet. Wir müssen ein bisschen rumtuckern. Ich habe jetzt auch angefangen, ein neues Buch zu lesen, übrigens, wer sich interessiert. Das erste war ja Geheimoperationen im Zweiten Weltkrieg, die niemals ausgeführt worden sind. Was ganz interessant war, was sie als bekloppte Pläne hatten. Teilweise auch ein paar realistische, die auch hätten funktionieren können, aber teilweise welche, wo man sich einfach die Hände über den Kopf zusammenschickt und sich denkt, was zum? Und gleichzeitig ein genaues Buch über die deutschen Wunderwaffen von 39 bis 45. Alles sehr interessant. Und ja, das ist nett. Ist auf jeden Fall zu empfehlen bisher. Wer sich sowas interessiert oder wer sowas mal lesen würde. Ich kenne einen Kollegen von mir, der hat darüber seine Bachelorarbeit geschrieben, über die deutschen Wunderwaffen. Nur leider habe ich das Buch ein bisschen später entdeckt. Hat er dann nicht mehr gebraucht, kann man mal so sagen. So, unsere Patrouille haben abgeschlossen. Ja, und jetzt zur Enthüllung meines Plans, was ich jetzt genau vorhabe. Ich fahre jetzt da rein. Nach Loch Eve. Ein normaler, spicknormaler Hafen.
der relativ gut gesichert ist. Und sollten wir da vom Erfolg gekrönt sein, fahren wir vielleicht direkt danach noch nach Scapa Flow. Wer weiß das schon. Wir fahren auf jeden Fall jetzt hier rein. So, großes Problem an Loch Eve ist natürlich, wie bei jedem anderen Hafen, der ist sehr gut gesichert. Okay, was heißt sehr gut? Sehr gut ist was anderes, aber der ist auf jeden Fall gesichert. Sprich, wir müssen eine Zeit lang tauchen, und zwar sehr, sehr lange. Und da kommt das hier mit dem Realismus zustande, warum ich ihn weggenommen habe. Hier mit realistischer Luft und Sauerstoff und all sowas in der Art. Weil sonst könnte ich so einen Angriff nicht durchführen, weil ich bin dann bestimmt länger als einen Tag lang unterwegs. So, wir haben Glück, wir sind auch mitten in der Nacht unterwegs. Das heißt, so sollte uns noch keiner entdecken. So, und ab jetzt sollten wir mal tauchen. Huch. Gehen wir mal auf... ja, 12 Meter. Und fahren jetzt mal getaucht dort hinten durch. Und jetzt mit Schleichfahrt. Das kommt alles ab einem gewissen Abstand. Weil hier wimmelt es nur so von... da ist schon einer. Von Kriegsschiffen. Und ich muss ganz kurz was überprüfen. Genau das war die Befürchtung darin. Gut, dann tauchen wir einfach mal 2 Meter tiefer. Ah, wenn einer ganz in der Nähe von uns fährt, sieht er es immer noch. Also nochmal einen Meter. Huch, das hat jetzt nicht angenommen, oder? Doch, das sieht gut aus. Generell, ein Angriff auf dem Hafen führe ich ihn zumindest immer so durch. Zero-Tiefe, Schleichfahrt. Bis zum Ziel. So, ihr seht schon, das Kriegsschiff macht einen ganz logischen Patrouillengang. Sekunde, ich mache mal ganz kurz hier freie Sicht. Vielleicht sehen wir ihn auch mal. Deswegen habe ich auch die freie Sicht immer angelassen als Realismus. Ah, da ist er ja. Der auf Schiffe achten soll, der gute Kollege. Sieht aus wie eine Korvette. Natürlich kein Radar, deswegen kann er mich auch gar nicht finden. Also 43 will ich so einen Hafenangriff nicht mehr machen. Weil da haben sie alle Radar. Und wenn sie das dann mal einsetzen, dann bin ich ganz schnell Futter. Zumal bin ich hier sehr nah der britischen Küste. Bedeutet so viel wie, naja, Flugzeuge kommen relativ schnell. Aber das ist eine spicknormale Korvette. Der hat nicht mal Wasserbomben. Na gut, der wäre jetzt gegen mich wäre jetzt nicht so gefährlich, ne? Aber kann man natürlich unter Wasser nicht wissen, was das hier ist. Man hört nur Schraubengeräusche. Aber vor denen hätte ich so keine Angst. Wenn ich mir so angucke. Abgesehen davon hat er nicht mal Radar gehabt oder Airstick oder sowas in der Art. Also kann der mich überhaupt nicht entdecken. Ist nur zur Frühwarnung, sollte ein deutsches Kriegsschiff hier mal reinfahren. Oder Minen abwerfen, kann ja auch sein. So, ich bleib mal hier vorne stehen. Und meine, dass da eigentlich eine Menge ist. So, hier ist die Küste. Mal ganz kurz gucken. Ihr merkt schon, das ist nicht gerade viel Spielraum, was unter mir ist. Also, huch, was stand da gerade? Ach nee, ich dachte schon, sonst irgendetwas. Da ist nicht viel Spielraum unten, unter Wasser. Und ich gehe jetzt mal in freie Sicht und schaue mal, ob da Schiffe sind. Weil ich habe gerade keine entdecken können mit meinem Sonar. Was ein bisschen seltsam ist. Ich schaue jetzt mal, ob da Schiffe sind. Normalerweise hängt hier ein Kreuz herum. Und sollte hier kein Schiff sein, was eigentlich total seltsam wäre, würde ich es sogar wagen, nach Scapa Flow zu fahren. Um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Immer wieder Konvoi ist auch langweilig. Machen wir mal eine ganz stille und geheime Operation. Aber ihr seht spontan hier kein Schiff. Und das macht mich gerade ein bisschen stutzig.